Hi Leute, willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Ich habe jetzt gut 2 Minuten gewartet, bis die Vasallen mal die Klappe halten. Machen sie nicht. Die quatschen die ganze Zeit weiter. ja, ich war jetzt einfach mal hier. So, jetzt haben sie endlich die Klappe. Meine Güte. So, wir müssen mit Kommandant Brand reden, um ihm zu berichten, dass wir die Monsternester ausgelöscht und die ganzen Dippen da... Ja, ja. Was? Da soll ich was lesen? Ja, ab und zu haben sie doch mal gute Tipps, ne? Frische Früchte, holt sie euch, solange der Vorrat reicht. Solche Lieferungen sind äußerst selten. Ja, da ist aber gerade zu. Kann ich eigentlich nur abends mit ihm reden? Was? Grillen? Ach, grüßen. Ich hab eben gelesen, grillen. Ich kann den grillen, den Typ. Alter, der hat aber ein cooles Schwert, ne? Die sehen alle so cool aus, die Waffen und Rüstungen. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to speak? Greetings, Your Majesty. Na komm. Geh mal raus. Da kommt er. I heard a rumor that this land was once a kingdom of Beastrons. Ich wünschte echt, man könnte das ein bisschen reduzieren, das Gequatsche von den Vasallen. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Okay, so, die Monsterjagd. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from danger. Sag mal, ist das eigentlich eine gute Idee, dass ob ich die ganze Zeit bei Eurer Majestät anredet? Es könnte ja jemand zuhören, nur mal so. The number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the Arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. And ere it slips my mind, pray, take this. 'Tis a symbol of my own gratitude. Expeditionsumhang. So, mal gucken, was... Wo ist er denn da? Ein langer Umhang, der an Mitglieder von Vermons Expeditionsstreitkräfte ausgegeben wird. Vielleicht einem... dem Rang gewisse angemessene Autorität. Aha, Klingenwiderstand, Schlagwiderstand. Ja, also besser als die Pelerine. Aber Sorscha sieht halt schon geil aus mit dem Teil hier. Generell sieht sie richtig cool aus, finde ich. Ah, sie ist die Beste. So. Hardly surprising. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Der falsche Souverän. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious discovery. For some time now, it seems. She has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flour. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet, 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say, 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that Your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it. For I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key to unraveling Deesa's scheme and securing your enthronement. Gut, gut. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen Your Majesty for some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, Your Majesty? Might I ask this task of you? My thanks. Na klar, ich meine, ich muss sowieso alles Some machen, of the oder? Sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee.
Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here, this should suffice to help you blend in. Take care, Your Majesty. Ah, there is one other thing. Abendliche Maske. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Na toll. Was heißt angemessen? So, ich würde sagen, nee. Aufträge. Das Dorf ohne Namen. Ich mach das erstmal. Laufbahnfrust. Ich frag mich immer noch, wo ich jetzt die Erzmagierwaffe herkriegen soll. Oh ne, warte, mit Kreis. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, das... Ah, guck mal. Gut, dass ich da gar nicht so weit entfernt von war. Das war ja das Dorf. Was ist das hier? Cup mit Blick auf den Palast. So, am besten gehe ich dann hier nördlich raus. So nordöstlich. Und hier unten ist ja der Palast. Also es ist doch schon ein bisschen größer, Vernont, als ich dachte. The false sovereign has been an enigma for far too long. What say we make for Vermund's eastern edge and investigate him? Ja, ja. Of a rough idea of where our destination lies. Shall I show you that? Goodie. Ich muss leider ein bisschen Geld ausgeben jetzt. Ich muss mal rasten. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. So. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen voraus aufgenommen, aber oh, wurde es auch schon ausgeliehen. Ja, siehst du, man muss rasten, dass die Belohnungen zurückkommen. Was haben wir denn hier? Der Erweckte war wirklich knauserig. Meine Erkundungen waren weniger ergiebig, als ich hoffte. Ich darf denselben Fehler das nächste Mal nicht wieder machen. Was? Oh ja, was soll, erster Vasallenauftrag abgeschlossen. Okay. Dieser Erweckte war knauserig. Oh, guck mal, ich krieg Zeug. Das hat sie wahrscheinlich selber gesammelt. Da kann ich nicht alles ins Lager auf einmal. Ja gut, alles erhalten. So. Ja. So, Auftrag für andere Spieler. Vasallenabzeichen verdienen. Okay, besiege Zyklop. Besiege. Ich mache mal Zyklop. Belohnung für andere Spieler. Gold. Was? Nee. Gegenstände. Du kriegst einen Apfel. Nein. Fauliges Bestiensteak. Nee, komm, ich mach keinen Auftrag. Doch, komm, was, das ist ja doof, dass ich was festlegen muss. Komm, du kriegst hier große Menge an Gesundheit. Kriegst du eins, komm. Oh, bitteschön. Trophäe erhalten, was haben wir denn? Vasallenauftrag. I fought many battles in my journey, but the thrill of felling a colossal foe goes. Our adventure continues. Come, we have much to be getting on with. Was habe ich gerade verloren? Tagebuch eines Fahrers. Neulich kam ich am Grenzpunkt, am Grenzkontrollpunkt an, nur um zu realisieren, dass ich meinen Passierschein im Gasthaus gelassen hatte, musste zurückfahren, also war ich mit meiner Lieferung im Verzug. Als ich mich beklagte, sagte ein anderer Fahrer, ich soll das nächste Mal eine Biestrin-Maske benutzen. Scheint, Batal begünstigt Biestrin. Daher können sie ohne Passierschein hindurch. Könnte sich lohnen, eine Verkleidung zur Hand zu haben, nur für den Fall. Oh. I hope you slept well. Das ist ja interessant. Ich finde das voll doof, dass man rasten muss. Dass man einen Vorteil kriegt, halt durch die Blumenstrauß. Oh. Was mit Sarah? Ist sie debufft? Warte mal. Was macht denn der Blumenstrauß? Hier. Wunderschön arrangierter Blumenstrauß. Wenn er verschenkt wird, vertieft er die Bindung zwischen Beschenkenden und dem Beschenkten. Und die Maske? Eine Maske, eine Haut eines Reptils gefertigte Maske. Sie wird von Teilnehmenden des Maskenballs im Palast getragen, um die Anonymität zu wahren. Okay. Wo habe ich denn jetzt bei den Ausrüstungsgegenständen? Ach, hier. Ja, ich bin ja eh schon anonym durch die Maske hier, so mehr oder weniger, oder? Schleiert doch auch. Na toll, jetzt sieht man mich noch weniger. Jetzt habe ich gerade noch ganz bisschen die Augen.
Ja, komm, ich hab ja nicht genug. Es wirkt halt so, als würden die ständig kaputt gehen, die Lagersets. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey. Ja. So. Warte, wir haben nicht so zu. Oh, leider die Bestienrippchen. Guck mal, ich habe schon so viele von den Dingern. So, dann lege ich aber weg, nicht, dass der verwelkt. Das habe ich nämlich befürchtet. Ah, oh, ich verkaufe die noch. The foremost hospitality in all Vernworth. Ja. You know where to find me. Dass man nicht einfach mit Kreis die Dialoge abbrechen kann. Man muss halt immer auf Abbrechen drücken. Wie gesagt, ich hoffe, die patchen da noch ein bisschen was in Zukunft. So, die kleinen Komfortsachen wären halt schon ganz nett. Und Performance-Sachen natürlich. So, wo ist es denn? 200, ja. Hope to see you again. Passt schon. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. So, hier gibt's noch Obst, habe ich gehört. Verkaufst du das Obst? Du? Say, well, if you do visit, you might want to give the old man who lives. I hear he sets out to sea on his boat day after day. Because if that wasn't enough, he's apt to talk your ear off about some. I cannot fathom his obsession. Oh shit! Shit! Was macht der Troll hier drin? Warte, du Schwein! Alter, der hängt sich einfach an die Wand. Alter, nerv mich doch jetzt nicht. What? Can't you think of a reason? Let's just say there are some. I was to report on your comings and goings, you see. But aha. I suppose that job's over. So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you. Ich will Entschädigung. Aye. You'll have your coin. That's how this works, isn't it? Glad we understand each other. Ja. Ey, ohne Scheiß, ich kämpf gerade. Was ist das für ein Scheiß? Jetzt ist der.
showed mercy to the Agent Master. Du hast den Spion verschont. Gracious of you. Was war das jetzt? I know not what to say. Ohne Scheiß, was? Ich versteh's nicht. Oi there, oh, jetzt laber mich auch noch voll. Care to help a fellow out? All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? Ja, dann komm. Why, thanks, sir. As to the matter at hand, it concerns my oxcart business. So, so. I've been holding off service on account of all the monsters on the road. But now I feel prepared to start making trips to Melv again. Ach, schön. Only trouble is, there are still monsters about, and I can't help but worry for the safety of the carts. That's where you come in. See, I've got a letter here from Lady Margaret, the Watchhead's wife, to be delivered to one Sir Leonard in Melv. I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. What say you, friend? Ja, okay, splendid. Kann ich machen. I knew I was right to put my faith in you. Now, the cart's only to cart at certain hours of the day. But I find that time flies when I take a seat at the station to wait. Boah, gut, dass du dir das so geht. Ich finde rumsitzen echt langweilig, wenn ich nicht Musik auf den Ohren habe. And mind you don't forget to pay your way before you board. Ja, einen coolen Podcast. And I would advise against trying any funny business. Each cart travels with an escort of trained soldiers, see? In case it encounters any monsters out on the road. So anyone thinking of riding for free will have to take the issue up with them. But enough of my lecturing. Just make sure that letter gets to Sir Leonard. Then come find me when the job's done. Oh, and I'll pay your fare this time, seeing as you're doing me a favor and all. Come find me when you've delivered that letter. I'll be waiting to hear from you. Okay. It's a glorified errand we've been given. Okay, okay. Ist das zeitlich begrenzt? Oh, ist ein zeitlich begrenzter Mist. Okay, dann muss ich das machen. But we best see to it all the same. This ox cart's bound for Melv. Ja, habe ich mitgekriegt. I'll need to see some coin before I let you on. Ochsenkarren sind ein relativ sicheres Mittel, zwischen Städten zu reisen. Ja, ja, okay. Wie die Reise verbringst, ist dir überlassen. Oh, wir sind alle drenched, super nass und feucht. Wie meine Oberschenkel. Können wir jetzt fahren? Ich nick mal ein bisschen ein. Dauert vielleicht eine Weile, bis der losfährt. Oh. Auf einen Ochsenkarren gestiegen. Das habe ich das schon gemacht. Ah, das ist aber schon. Here already? Traveling by ox cart was a welcome change. They have been already. What? What? Warum ist hier ständig irgendwas los? Ich meine, ich find's cool, ne? Aber. Damn dragon. Hurry everyone! Get yourselves to safety! Alter. You go with them. I'll sell that thing myself. Ja, und Sarah ist schon gut angeschlagen. Man, die Monster hier, das ist wahr, das ist empfindlich. Kaputt.
Ausdauer. Auf der anderen Seite noch eine Pocke? Nee. Bin ich dead? Oh, die Pocke ist auch kaputt. Die ist auch kaputt. Verdammt. Da ist noch einer. Lass doch mal los jetzt. Voll auf die Fresse. Boah, ist aber auch ein krasser Drache hier. Was ist das denn? Macht er jetzt ab? Na toll, weil ich deine Pocke kaputt gemacht habe, oder was? Show yourself. Wie zeigt euch? Was spinnt ihr? T'was a lesson in determination. Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see you unharmed. You must return to the village. Everyone is concerned for you. Forgive me. I'd best go. But I shan't forget this. Thank you. Oh, Lindwurmkristall. That wasn't the dragon, but a poor imitation of it. No wonder I feel so hollow. Nach seinem Namen, das ist Sigurd. Dein Kampfstil? 'Tis a style all my own. A patchwork of techniques, honed for the sole purpose of slaying the dragon. Sehr cool. Oh, mystische Klinge. Yes. Der Mix zwischen Krieger und Magier. Okay, so schaltet man das frei, indem man einfach mit den Leuten quatscht, die das haben, oder was? Ey, das sieht geil aus wie... So wie die Glaive bei Monster Hunter, so ein bisschen. Richtig gut. So, warte mal, was ich auf PC übrigens gemacht habe, was ich hier nicht getan habe. Ich bin mal in jedes Haus kurz reingelaufen und habe noch ganz viele Items gefunden übrigens. Kann mal gucken, hier ist da bestimmt noch was. Nee. Ich hab schon alles geplündert. Oh, jetzt ist hier auch ein Gasthaus übrigens. War da vorher schon eins? This ladder looks sturdy enough to climb. Ja, das ist schön. After you arisen? This ladder. Aber hier war ich auch schon drin. Ich muss halt jetzt überlegen, was habe ich auf PC gemacht und was habe ich vorher schon auf PlayStation gemacht. Wemette.
Aha. Lazarus Stadtsplitter. So, was hast du noch zu sagen, Ulrika? Saved. I haven't the words to thank you. I doubt we would have pulled through if not for you. Ich mag sie. Außerdem hat sie uns ja auch schon das Leben gerettet, ne? Ich finde das doof. Ich glaube, also dass ich jetzt noch so nichts habe dafür, aber im Vorgänger, meine ich, hätte es auch schon Sachen gegeben, dass man die maximale Lebensenergie wieder auf 100% bringt. Und ja, die ist ja jetzt schon wieder so viel verringert bei mir. Müsste eigentlich schon schlafen gehen wieder irgendwo. Was ist? Ein bisschen Gold. Ist immer gut. Wenn man einfach mal so 2000 Gold zahlt beim Gastwirt, ist es ja offensichtlich auch nicht so viel wert, eigentlich, die Währung hier. Hallo? Ey, man kommt halt nicht dran hier. Man springt halt auch nicht über den Tisch, Mann. Ohne Witz, guck mal, ich komm nicht dran jetzt. Fleisch. Hier noch was? Nee. Okay, komm, reicht jetzt. Ich guck mal, dass ich die Mission weitermache. He really ought to have returned by now. Mayhaps it's time I went looking for him. So, so. That place puts my ears on him. Yet if it were to befall him, I couldn't live with myself. Ja, ja, ist ganz schlimm, so. sorgt dafür, dass Margits Brief den Empfänger erreicht. Ja, wo ist der? Der Empfänger? Sir Leonard. Ach so, Leonard. Das war der mit dem Sidecut. Ich weiß, jetzt wisst ihr, wo der ist. Sir Leonard! Wo bist du? Du hast doch eben mit Ulrika gesprochen. Warte mal, der stand doch in einem Torbogen. Vielleicht ist er ja ganz am Anfang. Hupa, hupa, hupa. Ach, da ist er doch. Sir Leonard. Wasn't sure we'd survive that, but. Hey, der Ochsenkarren ist auch noch da, sehr gut. My thanks for your efforts. What can I do for you? Ja, bitteschön. Ah, a letter from Lady Margaret, you say. It is a fair way you've come then. My thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. We'd best report back. Ganz kurz noch. Well met. Well met, sir. Brüchiger Kerkerschlüssel. Ah. Ich überleg gerade, Ring der Entschlossenheit. Weniger häufig niedergeschlagen oder ins Wanken. Nee, komm, lass mal. Das ist alles zu teuer. Das ist alles zu teuer. Geh mal zurück. Kommt er wieder und will das Geld. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Fascinating. Ich glaube, ich muss mit einem quatschen hier. I'm not taking any passenger. Was? Betriebszeiten der Ochsenkarren. Ochsenkarren fahren früh los. Na toll. Da muss ich erstmal pennen kurz. Ist auch ganz gut für die Lebensenergie mal wieder. Frechheit. So, guten Tag. Hallo. Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage. Wenn du jeden auch so zulaberst, wundert es mich nicht, dass du wenig Gäste hast. Ja, die sind alle sehr redselig, ne? Alle sehr, sehr redselig. Wahrscheinlich haben die alle so wenig Gesellschaft hier. Good sleep does wonders. Ah. Here we go then. Ready to forge on. So, jetzt aber schnell, sonst fährt der Ochsenkarren ohne uns. So.
Aber es ist so diese... Ich weiß gar nicht, war das jetzt ein Zufallsereignis? Warum ist der... Come to think of it. We're all of differing vocations, aren't we? Das Dach ist weg. Our respective. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Ja, alles gut. War das jetzt ein Zufallsereignis mit dem Drachen? Und mit dem, also mit dem Troll schätze ich mal schon. So, ich nick mal ein bisschen ein. Aber krass, dass halt einfach so was random passiert. Ich finde das echt erstaunlich. Gefällt mir sehr gut. Nur, dass der Drache jetzt einfach weggeflogen ist, nachdem ich ihm die Pickel ausgedrückt habe, finde ich ein bisschen frech. Also. Ich finde das schon eklig genug, ne? Ich bin da kein Fan von. Es gibt die Leute, die machen das total gerne, aber. Returned. How did you fare on the journey to Melv? Ja, sehr gut. Da war so ein fieser Drache. Splendid. You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've certainly earned a reward, my friend. Here you are. Danke. Boxcards seem a convenient choice. Oh, bitte. Lass die besser sein als den Scheiß, den ich jetzt anhab. For longer journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master. Warum nur? Ach so, ich soll jetzt hier für die, aber ich will erstmal die daneben machen, die Aufgabe. Das Dorf ohne Namen. Ist das hier so eine Nebenmission? Das, warte mal. Details. Gibt's da irgendwie... Hier steht ja eine 2 dran. Und das hier sind die blauen Hände. Ich weiß halt nicht... It is as you say. Was ist denn mit Sascha und... Warum humpelt ihr so? Was ist los, Priscilla? Warum rennst du schon wieder? Follow me. Ich will da nicht followen. Follow me, Arisen. Aber ich mach's. Vielleicht führt sie mich hier irgendwo hin, wo es was gibt. Na? Na komm mal, ich habe hier den letzten Part angefangen auf PC. Es läuft halt leider auf PlayStation besser. Wenn auch mit weniger Frames, aber wenn's, also es läuft halt die ganze Zeit mit derselben Qualität in etwa auf PC, bricht das teilweise so krass ein, was ich sehr, sehr schade finde. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Hier eine Hütte, das ist schon ein bisschen gefährlich, ne? The fire must be put out, ere our comrade burns. Ja, dann putte mal out das Feuer. Alter, kleiner Scheißer. Die halten echt nicht so viel aus, die Harpien. That was impeccably timed. Yeah. So, schmeiße ich die leider mal weg. Wäre auch voll fies, wenn ich jemand, wenn ich den Vasallen einfach mal sowas mitgebe. Wie kombinieren reifer Apfel? Geht nicht. Wer esse ich denn halt? Ah, oh, guck mal, diese Riesenviecher. Und die sind nett. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie so eine Schwäche für so riesige Viecher, die dabei total gutmütig sind, so Kühe oder so. Ich finde das super toll. Hab ich... Hallo. Bei den Ruhe, Schwein. Was habt ihr davon, ja? Eine Scheiße. Zählt noch was? Sieht so schön aus. Sind die wild?
I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. So, so. I am confident and may act independently. Da hat ja aber jemand ganz schön... Das ist der Darth Matre! Ich wollte... Darth, du hast hier mal ganz schön große Boobies verpasst. Also, Entschuldigung. Ja, der Darth Matre, den kenne ich doch. Na super, das spielt's auch. Da habe ich in meiner Friends-List auf PlayStation. Und nein, ich nehme da nicht einfach random Leute an. Tut mir sehr leid, aber ich habe da schon genug. Der Schattenmantel. Hackfleisch. Obranz. I'll get that for you. Hackfleischranz. Nee, das finde ich ein bisschen doof, dass man extrem darauf achten muss, dass die Vasallen nichts mitnehmen. We have found a material. Oh nein! Different combinations of materials result in different creations. Schnappt sich einfach mal so einen Ochsen. Oder ist er weg? Nee. Ja, mach den nieder. Geht meine Ausdauer nicht? Okay, warte mal. Den muss man aktiv ablegen, sonst geht die Ausdauer nicht voll. Lass doch schon in Ruhe. Nein! Als zweites wird auf einem Greifen geflogen. Oh nein. Nein! Nein! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Lass mich runter! Der merkt doch, dass ich auf ihn drauf sitze. Das ist geil. Lass mich bitte runter. Ah, los, jetzt geh runter. Ey, so müsste man reisen können. Das wäre total geil. So ein zahmen Greif. Was ist das hier? Wo bin ich? Alter, wenn ich jetzt springe, bin ich tot, ne? What has become of our strategy? Nein! Strike to keep up. Das ist so doof. Nein! Ey, ohne Scheiß, ich habe jetzt gedacht, bevor ich noch mehr Ausdauerdinger konsumiere, gucke ich. Ich dachte, es wird reichen, dass ich mit so ein bisschen Schub auf die Plattform springen kann. Oh mein Gott. Du kannst jede Fähigkeit ausrüsten, unabhängig von deiner Laufbahn. So, so. Oh, schade. Aber dass der einfach abhaut. The false sovereign has been an enigma for far too long. What say we make for Vermin's eastern edge and investigate him? Aber hey, immerhin gab's noch ein schönes Achievement. Have a rough idea of where our destination lies? Shall I show you there, Master? Nein. We're in your hands, sir. Much obliged. Much obliged. Oh, das ist eine Kiste. Nee, komm. Komm ich nicht ran. So toll kann die auch nicht sein.
Oh, shit. Where the Saurian? Fireworks are much good here. Best try to get your attack. Yeah. Nein, die haben Schweine getötet. Und noch mehr. Komm, ich lass die jetzt mal. Och, Kinder. No sense letting the enemy gain the upper hand. The griffin gets the worm. Das ist so aggro. Alles immer gleich töten wollen. Vielleicht wollten die einfach nur ein bisschen in der Sonne chillen. Nein. Nee. Ach komm, so steil ist das jetzt auch nicht. Oh, die ganzen armen Schweinchen. So. Es ist aber auch nicht einfach, irgendwo einfach nur hinzulaufen, ne? So. Das war gerade mein Wecker übrigens. Ja, ich wache letztens dann vorm Wecker auf. Ist nicht geil. Auch wenn es 2 Stunden immer sind. Weißt du, Priscilla ist für... Hallo? Ist für eine Zauberin echt ganz schön... Ganz schön an der Front gerne. Kleiner Scheißer. Die sind überall in den Büschen, die Viecher hier. Oh, da ist wieder was Großes, ich hab's gehört. Macht also echt Lärm wie so ein ganz großer, aber ist gar nicht ein ganz großer. Ich frage mich übrigens, von wo ich das Horn nehme. Nur mal so nebenbei. Also, nein, ich will nicht drüber nachdenken. Jetzt haben wir hier, da ist nur so eine Art Ruine. To the rift. I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. Tis nearby. Shall I lead the way? Ow. Ich bin schon tot. Come on, have at it. Auf die Fresse. Nur diese Billo-Banditen hier. Geht's denn hin? Ne, komm, wir gehen hier weiter. Es wird schon dunkel. Wir haben bestimmt irgendwo eine Schatzkiste. This will seem of little consequence, but some rearranged that at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Das ist keine Heilung, was du gerade wirkst. If no one will do it in my stead, then I suppose I have little choice but to obey. Das ist Heilung. Schade. Ist hier keine Schatztruhe. Na egal, komm, wir gehen weiter. Es ist dunkel. Wo sieht man eigentlich, wie voll meine Lampe noch ist? Mayhap Tall Yield that sort of use. What say? We mark it in our minds as a place of interest. Wo denn? Achso, ich habe auf PC ja nachgespielt, da wo die erste Statue war. Oh, da muss ich nochmal hingehen, Leute. Da muss ich auf jeden Fall nochmal hingehen, weil es hieß, dass wenn man die ganzen Statuen in Betracht zieht, man irgendwann ein Geheimnis enthüllen wird.
Ach, guck mal, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nachts, dann sieht man die Goldkäfer richtig toll. Sehr gut. Ah ja, jetzt bin ich über den Fluss und dann bin ich hier richtig. Geht das auch oben lang? Sieht nicht so aus. Nee. Wird nichts über den Fluss. Okay, dann rasten wir erstmal. Alltägliche, was heißt das? Erfüllt den grundlegenden Zweck, mehr allerdings nicht. Ja, komm. Bescheidener. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwann eine Prunkausstattung oder so. Ja, komm, Bestienrippchen verderben schnell, Dörrfleisch nicht. So. Nee, eigentlich, ich müsste mich mal nachts losziehen durch die Wälder und dann sehe ich die ganzen Leuchtkäfer. Wäre schon ganz geil irgendwo. Der Goldzahn. Warte mal. So. Oh, es ist so... Eieiei, ist das schwer. Ist eigentlich voll Quatsch, mehr als eins mit sich rumzutragen von diesen Dingern. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Welcher Battle? Oh oh. Warum vibriert das gerade so krass? Ist hier Kacke? Alter, mein dummer Wecker! Ja, ist ja bald. Ist das... Das ist echt Kacke. Have you forgotten something, Arisa? Was? Lost. Ist das schon wieder ein... Oh! I shan't allow any further harm to come to me. Kannst du die mal nicht wegwerfen? Das ist uncool. Oh, das ist ein Zyklop, ja. Haut der gerade ab? Komm mal ran, auf den Meter. Boah. Nee, kommt wieder hoch. A moment of indecision may spell our doom. Da raus. Okay. Burn. Das reicht's mir aber. Gehen wir mal weiter hier. Oh. Shall we see if there's anything to be found while we're here? Der Wald der Monster, oder was? Oh, Kinder, jetzt reicht's aber auch mal. Bist du nur Ekelhafte?
turn you into a pincushion! Nein. Spiel nicht euer Lied. Jetzt reicht's aber wirklich. Jetzt reicht's. Jetzt ist zappenduster, Freunde. Jetzt. Meine Güte, ey. Die haben Probleme, du. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Ich wette, die Brücke kann man auch zerstören. Ich muss echt aufpassen hier. Heidenei, ey. Ja komm, ich lasse euch mal kämpfen da unten. Du machst das schon. We'll never get anywhere if all we do is rest. Tis enough to make camp only when the need arises. Tis enough. Ow. Ow. Zilla, heil jetzt, komm. Yes. Nicht mehr viel. Habe ich meine Laufbahn voll. And before I forget, the pawns in this party are women all. And yet no two of us are the same. Also hier komme ich leider auch nicht vorbei. There's ought to be found there. Can you not see it? We ought to take a closer look. Was? Da oben? Silber, Kupfer. Nee, das ist komplett zugeschüttet. Verdammt. Wie komme ich jetzt da hoch? Plus nicht. Hier gibt's noch einen Weg. Nee. Muss vielleicht doch beim Camp vorbei. I would have preferred not to have to fight so soon. But at least I know I'm up to the challenge. Try not to get hit. Lest all that food goes away. Du siehst einfach immer rumschmeißt, Priscilla. Du bist eine Zauberin. Immer halblang hier. Bisschen anstrengend, dass sie das macht. Gerade als Nahkämpfer kommt man da überhaupt nicht mehr ran. So, warte mal. Hier haben sie was markiert. Was ist denn jetzt so toll? Hier ist gar nichts. Oh, da liegt was. Das ist ein Medaillon. Wow. Ey, gut, dass ihr es gesagt habt. Ich hätte es jetzt eiskalt liegen lassen. Aber ich glaube, dieser Schattenmantel, der wird noch echt nützlich sein. Jetzt, wo ich gerade mal überlegt habe, dass der leider aktiv die ganze Zeit Ausdauer verbraucht. Oder halt Regeneration verhindert zumindest. Im Schloss vielleicht, wenn ich da reinschleichen muss. Surprise. At least all our efforts weren't for naught. Ha! I'll have to remember to tell my own master about this. Oh, ist voll der schöne Wasserfall. Aber sehr leise dafür eigentlich. Ich glaube, viele von uns wissen schon, wie laut so ein Wasserfall sein kann. Das muss ohrenbetäubend sein. Ihr kennt ja im Schwimmbad, wenn dir diese Dinger angehen, ne? Diese kleinen Wasserfälle, wo man sich da ein bisschen die Schultern mitmassieren kann. Die sind auch schon richtig laut. Du wolltest schon wieder schmeißen, ne? Ich tausche dich bald aus, ich sag's dir. I don't like. Oh, da rennt wieder so ein Hacker rum. Meine Scheiße. Komm her.
hier nicht so hoch springen? Oh, das ist ein Goldkäfer. Ich hab den schon mal vor. Auf den Fuß! Also ich hoffe zumindest, dass es der Felsen war. Das wäre super lustig. Ein Jagdbogen. Gefiederte Kappe. Hat er einen Jäger gefressen? Ah, guck mal, hier könnte ich rüberkommen. Sieht doch gut aus. Voll schön, so moosbewachsene Felsen hier. Und gefährlich wahrscheinlich, weil es rutschig ist. Ja, hier komme ich doch rüber. Fantastisch. Das ist das Dörfchen. Sollte. Ah. Das ist aber auch keine einfache Zeit, hierher zu kommen, oder? The stairs that follow our every move mark this as no ordinary village. Tis eerie, but we must needs press on. Ja, machen wir. Nächstes Mal geht's weiter. Bis dahin bedanke ich mich sehr fürs Zusehen, für die Likes und die Comments. Ach schön, das freut mich, das macht echt Spaß. Wir sehen uns wieder zum Monster Hunter. Dragon's Dogma 2, tschüss.